Finde ich cool. Der hat nämlich alle Hutten außer Jabba, glaube ich, getötet. Oder zumindest die Anführer von denen. Bis der Imperium dann runtergegangen ist, dann haben wir Book of Boba Fett. Willkommen an Bord der Rogue Shadow Master. Ich habe diesen Trainingsraum erst kürzlich für Sie ganz persönlich eingerichtet. Hier können Sie den Umgang mit Machtkräften und Kampftechniken in mehreren Lehrprogrammen und Kampfmodulen erlernen. Gemäß Lord Vaders Anordnung sind sämtliche Module darauf programmiert, sie zu vernichten. Genau wie ich. Okay. Machtgriff ist eine Ihrer wesentlichen Machtkräfte. Drücken und halten Sie die Grifftaste, um ein Objekt mit der Macht aufzunehmen. Gut, dass der Tutorial ist danach kam. Ausgezeichnet. Benutzen Sie nun den linken Stick, um das Objekt vor und zurück und nach links und rechts zu bewegen. Gut. Beachten Sie, dass Sie sich nicht bewegen können, während Sie sich derartig konzentrieren. Ausgezeichnet, Master. Demonstrieren Sie nun Ihre Beherrschung des Machtgriffs, indem Sie das Objekt durch diese drei Glasscheiben werfen. Die werfen einfach nur Eier kaputt waren. Sie können den Machtgriff auch verwenden, um ein Objekt aufzunehmen und zu werfen. Drücken und halten Sie die Grifftaste zum Greifen. Dass ich einfach Sie dann mit dem linken Stick in die gewünschte Wurfrichtung und lassen Sie die Grifftaste los. Ja. Demonstrieren Sie nun Ihre neue Kraft, indem Sie diese Objekte packen und werfen, um die drei eingeschüchterten Sturmtruppen vor Ihnen niederzuschlagen. Ich will gerade den daneben. Ich hab keine Macht. Und weg. Ja, Ben. Wie gesagt, ich glaube, ich werde jetzt das so die Clips sein. Alter. Proxy, gib mir das Ziel. Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Wunderbar. Koordinaten für Nasha da eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Blitz! Wart die Kommandozentrale ab und bringt den Holo-Projektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladung auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Okay. Eclipse und Starkiller, ich bringe die Rogue Shadow außer Feuerreichweite, während ihr eure Mission erledigt. Die Scanner sollten eure Bewegungen verfolgen können. Ich halte euch via Comlink auf dem Laufenden, so gut ich kann. Captain Eclipse, Ende. Eine Sache will ich jetzt ein bisschen ändern. Das, was mir jetzt. Also, wie gesagt, es tut mir leid, wir werden das jetzt anders machen. Dass es halt alles gleich bleibt, werde ich jetzt komplett alles Volllautstärke machen. Weil ich jetzt 50% runtergeschraubt habe, im Haupt, also von meinem Laptop halt. Hoffentlich reicht das. Okay, muss mir gewöhnen, dass ich wieder springen kann.
Alle Beweise töten. Auch den Gong. Man kann hier irgendwas sammeln, glaube ich, bald. Könnte ich mir erinnern. Ja, kann Fenster zerstören. Ich glaube, am Ende gar keinen Sinn, die ganze zerstört. Eigentlich Y draus? Ich hab jetzt gerade hergeguckt. Irgendwas ist ein Flieger draußen angeworfen. Die Nummer. Das sind Y-Wings. Es sind schon Rebellen. So, macht Schub und die Tür aufs Öffnen. Ja. Verschwinde. Zunder. Wir töten einfach die Imperial mit Tough Hater. Hab hier ein paar Tie Fader. Guck mal, da ist was. Autsch. Unbegrenzte Energie. Mir wird angezeigt, dass die Hangarschott-Tür versiegelt wurde. Ihr müsst einen Weg durch diese Tür finden. Ich bin eure Verstärkung. Oh, keine Macht mehr. Spinde. Bonus macht das Spiel. Ach, stimmt ja. Bei Nebenmissionen bekomme ich ja auch. Ja, ich support. Oh, ich muss mich beeilen, glaube ich. Sonst dauert wie ewig. Beeilung, öffnen. Da oben ist was. Jetzt krieg ich Doppelsprung, ja. Natürlich! Der Sacke sich, wer hat auf den scheiß Teilfetter geschossen? Ah ja, also jetzt ist ja ein Blasterschuss und Schutz in das Machtpunkt verdient. Autsch. Du bist mir auf den Keks. Na oben. Und rein mit mir. Ich komme aus dem Hangar, bin ich doch. Kann ich greifen? Anscheinend nicht. Ja, ich habe auch Lebenspunkte oben links. Oh. Fest dich. Natürlich euch beide zusammen. Da lang. Aber ich könnte auch da lang. Und da ist ein Machtpunkt. Warte mal, was steht immer auf meine, irgendwo meine Questen? Missionsziel hier.
Machtpunkte, Holocrons. Holocrons? Es gibt Holocrons? Gar keine Ahnung. Macht Upgrades. Die muss man halt auch mitten in der Mission irgendwo upgraden. Kosten. Kapieren, Macht, Talent. Macht, Fokus, Info. Jeder Rang, maximale Energie. Geschwindigkeit der Machtwiederherstellung. Kampf, Meditation. Jeder Rang verringert die Zeit zum Aufladen deiner Machtkräfte. Jeder Angriff, Nichtangriff, Nahkampf. Also mehr Damage, weil ich meine, deine Stärke, Blasterschüsse abzuwehren, zu uns zu reflektieren. Wird anfangen, denke ich mal, vorteilhaft, dass man halt schneller, sag mal, die Gegner sich selber damit töten. Ich hab Kostüme? Ey, ich hab gar keine Ahnung mehr gehabt hier. Ach, sehen wir halt zum Ende, oder? Ja, ich sehe alle zum Ende hin. Qui-Gon. Schleichpanzer. Trainingsoutfit. Roxy. Lichtschwert-Trainingsdruide und hier ist nur ein Kampfdruide. Okay, sehen wir alles später. Sehen wir alles später. Lichtschwert. Ich glaube, Lichtschwertfarbe kann man ändern. Vermutlich. Ja. Aber du Energie. Ah. Ilium. Oh, da habe ich gar keine Ahnung mehr. Scheiße. Okay, dann machen wir weiter. Hier noch ein Keks. Ah, Minions. Jetzt geht der Kultieren. Dass man einfach mal dasteht und Spinde. Wo finden? Achso, die Holocrons. Eclipse an Starkiller. Ich habe eine Nachricht vom Flugturm abgefangen. Das Imperium hat eine TIE Fighter Staffel in euren Sektor beordert. Haltet cool. Die Augen offen. Aber ich kann ihn nach oben packen und das hier gegen knallen, glaube ich. Ja. Man kann sich selber hier mit sichern. Da ist ein Holocron. Aber hinter mir ist kein Holocron mehr, oder was? Denk mal nicht. Aufstieg! Deine Verbindung der Macht ist stärker geworden. Du erhältst drei verschiedene Rangsphären, die du zur Aufstiegung deiner Kräfte und Fähigkeit einsetzen kannst. Blau bedeutet Kraftsphäre, verbessert deine Machtkräfte. Rot bedeutet Kombosphäre, schaltet tödliche Kombos frei. Und Gelb bedeutet Talentsphäre, verbessert deine Fähigkeiten. Drücke das. Ja. Ja, jetzt muss ich das upgraden, natürlich. Jetzt wäre ich gezwungen. Scheiße. Egal. Ja, ich hab's verstanden. Drück A, bestätigen und links LB und LT. Kann ich es nachher Ansteiger wieder schon freigeschaltet. Lichtschwert schleudern. Alter. Ich muss dann auch wieder mal welches Spiel? Darksiders mal spielen. Aber wird ein bisschen später kommen, als ich da. Ich denke mal. Sprintstoß. Irgendwo das hier. Ist mir ein bisschen egal. Drücke und halte. Mach Schuss aufgeladen. Auflad. Lauf.
lädt. Ja, wir machen was nach Griff. Nächster Rang, halte und dann halte, um zwei Gegner zu heben. Oh. Nö, macht Schub, ist nicht lustig. Talente. Kann ich noch was abwehren? Ja. Wir wehren weiter ab. Hier weiter. Ah, okay. Der Ärmste hier. Spielen wir mit dem ein bisschen? Ich wäre lustig, wenn der gegen Tapster geflogen wäre. Okay, hier kann man dashen. Auf den Bauplänen ist ein Lift eingezeichnet, mit dem ihr zu den oberen Ebenen gelangt. Danke für die Explosion, Jungs. Eigentlich sind sie dadurch kein Problem. Noch nicht. Das noch. Was wertvoller für mich? Eine Holocron. Machtsphäre erhalten. Boah, jetzt Leute. Nein! Alter. Geil. Hör auf zu schießen. Idiot, ey. Da lang geht er weiter und hier lang eher nicht. War Holocron, ja. Einfach sinnlos hier. Okay. Machtkomposphäre. Ich werde am Ende der Runde immer mal die Upgrades machen. Also beende oder so kurz vor so einem größeren Kampf. Bonus. Na gut, hier braucht nur Wart, bis alle Stäber sterben. Wie die weggeflogen sind, ey, das ist so herrlich immer. Deswegen liebe ich das Spiel dafür. Ihr geht mir auf den Keks. Wie lange geht's nicht? Also geht's da rüber. Keks springen und dashen? Ja. Hey, ihr stirbt.
Verlieb ist ein 4 zu 4 lebend, oder? Oh, Nahkämpfer. Okay, muss ich springen, glaube ich. Spring doch! Abgestochen, das Schwein. In Ruhe. Oh. Ah, ich bin ja nicht. Schwende. Okay, daneben. Beeilung, bevor die nächsten kommen. So, er war so auf. Hallo. Gehört der mir schon irgendwie? Ach so, deswegen. Einfach nach oben schleudern. Was ist das hier? Schaden gestiegen. Oh, instant tot. Ich bin getroffen. Noch jemand? Da hinten welche. Im Namen des Imperiums, du bist verhaftet. Du bist verhaftet? Bombers. Mal auf dem Bild drauf zu sehen. Gong? Ah, ein Gatling. Naja. Oh, das sieht zu schmerzhaft aus, auf einmal, wenn ich das so sehe. Oh, wollte ich gar nicht. Mann. Was musst du denn jetzt hier? Guck mal, Fenster wartet auf dich. Und raus. Langer Fall. Gelangen zu weit in den Werft. Also seit der Ebene der Werft. Da ist hier. Alle Feuerkraft konzentrieren! Zum Weggebrutzelt. Mann.
Dann putze ich die auch weg. Was willst du denn, ey? Guck mal hier. Du bist einfach nur schwach. Was passiert mit dir? Willst du näher ran? Willst du näher ran? Ich bin so ein Penner. Runter? Wie sieht's mal aus? Ach da.